Spender hat. Bitte? Spender hat so eine Spitze. Ja klar, das wäre. Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play von Package Inspector. Wir gehen ins siebte Jahr und schauen mal, was uns Neues erwartet. So, jetzt zahlen wir erstmal wieder brav Steuern oder Freiheitsbonus. 456. Was muss ich denn zahlen? Produktivität zu steigern, wurde entschieden, dass die Menschen ab sofort auch aus ihren Autos arbeiten sollen. Bitte was? Hierzu brauchen wir eine gute KI, welche die Autos fortbewegt. Ja, super. Soll jetzt auch noch vom Auto raus. 125. Hey. Frechheit. Okay. Bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Ja, 7. Klingt sehr traurig. Die Gewichtsbegrenzungen haben nichts verändert. Es hat nur dazu geführt, dass wir jetzt noch mehr Pakete, aber mit weniger Gewicht erhalten. Aus diesem Grund werden zukünftig Packlisten beigelegt. Boah! Anscheinend ist der Import von Lebensmitteln nun verboten. Wer braucht auch schon fremdländisches Gemüse, wenn wir hier überall die Runkelrüben und Rosenkohlfelder voll haben? Runkelrüben? Was sind Runkelrüben? Also ich weiß, was Rüben sind, aber Runkelrüse? Pakete über 5 Kilo sind wieder erlaubt. Ab sofort wird eine Liste den Paketen beigelegt. Diese gibt an, was die Pakete enthalten sollen. Das Gewicht der Gegenstände wird pro Stück angegeben. Aktuell ist darauf zu achten, keine Lebensmittel durchzulassen. Aha, okay. Dann starten wir mit Jahr 7. Das wird jetzt lustig. Bin gespannt. Was glaubt ihr, schaffe ich's? Kommunista, die Flak stimmt. Inland 5, 7,50 Euro. Normal 3. Oder wie schwer ist es? Ja. Normal 3. Tiefgekühlt. Tiefgekühlt. Tablette. Unzerbrechlich. Tiefgekühlt, Tablette, zerbrechlich. Und 7,50. Also 4,50 zusätzlich, okay. Parfüm, Reagenzglas, Glas. Und was muss nur jetzt tiefgekühlt sein? Na egal, ich muss es jetzt nicht hinabbohren. 7,50. Zerbrechlich, 1,50. 5 und 3 gibt 8. Warte. Tiefgekühlt. Ah, Tablette ist Endbombo. Ja, dann stimmt's. Okay. Dass man da jetzt alles achten muss. Boah, 11 Kilo, das Teil schon. Tablette. Vier Inland-Tablette. 1100 Gramm. Alt, aber ich habe nie geguckt, was herkommt. Otoki. Bestimmt. Los, ich muss durch. Oh, ich habe nicht auf die Packung geklickt. Ich habe klickert. Fällt mir gerade ein. Tiefgekühlt. Junge, durch überall ein Riss. Inland von Boralis. Mit 6. Tablette und tiefgekühlt. Okay. Und wie schwer ist es? 2,8. Boralis. Das stimmt. Ah, ich wusste, ich habe was vergessen. Teddy, Parfüm, Spritze, Spender hat. Bitte? Spender hat so eine Spritze. Ja klar, das wäre.
Falsche Flagge, auch scheiße. Oh Mann. Also, Tablette und tief, nämlich 1200 Gramm. Pump gehen wir hoch. 10. Ausland, okay. Tablette tiefgekühlt zerbrechlich. Spenderherz. Die Kuppe, du für dir. Was ist denn drin? Reagenzglas, Glaskugel, aber was für Spritzen? Was du, die Spritze? Ich habe im Leben noch keine Spritze verschickt. Okay. Ausland 10. Nur rum. Zerbrechlich. Tiefgekühlt Tablette. Gefahrgut, Herr Mackens drin. Okay. 5. Zerbrechlich Sigma. 8,50. Medizin 10. Würde passen. Jetzt habe ich noch nicht geguckt, ob die Flak stimmt. Kalagonien. Stimmt. Dohi, komm. Unausreichendes Foto. Ich glaube, ich bin bald fertig mit dem Projekt. Otzerau, 5,57. Inland. Der Resume. Okay, Otzerau. Das ist aber, glaube ich, nicht die Flagge von Otzerau. Doch. 7,50. 3,7 Kilo. Tablette. Tiefgekühlt, zerbrechlich. Okay. Vier, 5,50, 7. Also, wenn das jetzt nicht stimmt. Was haben wir dann drin? Feuerzeug, Mundschutz, Bananen, das können wir gleich abschieben. Bananen ist doch essbar, ne? Würde ich behaupten. Welche andere Bananen? Aber egal. Könnte mal, weiß was drin sein, der Bananen, ne? Soll ich keine Bananen? Man soll ja lieber Kohl oder Rosenkohl essen, ne? So. Teddy, Rattegift. Ja klar, und das noch mit Teller, ne? Doch nett. Scheinbar gibt es einen Taxi, hier kein Rattegift. Und Teller auch nicht, dass man das auch im gleichen Paket verstecken muss. So. Goldcard, das ist die richtige Flak-Taxi. 5, 6. Zerbrechlich und gefährlich, ja. Rattegift kann gefährlich sein. Die Della sind zerbrechlich. Also. Oh. Schnell was trinke. 7 war's, gell? Zerbrechlich, gefährlich. 3 und 3. Gibt 6. Passt. Junge, Junge, Junge. Rattegift. Spenderherz. Spritze. Noch ein Spenderherz. Die spenden ihr Herz, ne? Skabell, Kugelschreiber, Glaspizza. Pizza. Geht gar nicht, du sollst Rosenkohl essen. Wer will schon eine Pizza, wenn er Rosenkohl? Also, ich esse gern Rosenkohl, muss ich gestehen. Aber wer braucht eine Pizza, wenn er Rosenkohl hat, ne? Und Rüben. Kann man auch lecker zubereiten. Da fährt sie, die Pizza. Oh Mann. Ups. Also, zerbrechlich, tiefgekühlt. Für Ninja Inland Silver. Jetzt gucken wir mal, ob noch nichts zu essen drin ist. Noch ein Rattegift. Ne, zu essen ist nichts drin. Silver ist ausgezeichnet, 4,1.
Medizin. Gefährlich, zerbrechlich, volles Programm. Mit Siebe. 3 Busch's reguläre Pardon. Nö. Das langt nicht. Gucken wir doch als erstes mal, was wir drin haben. Kugelschreiber, Glaspapier. Gut. Hallo. Trugelfühl. 5, 7, 9, 40. Tiefgekühlt. Und zerbrechlich. 9, 50. Tiefgekühlt und zerbrechlich. 9, 50. Trugelfühl. Bestimmt. 59, 5, tiefgekühlt und zerbrechlich. 57, 59, passt. Was haben wir drin? Noch eine Spende hat's. Ach Gott, nee, während dem Tag hier. Ach so, unglaublich, was du Spende hat's gebraucht werden. Und dass man das danach einfach mit der Post verschickt. Und das noch über den Zoll laufen muss, ne? Durch, beim Zoll kann es denn schon mal 3-4 Wochen liegen, ne? Ich meine, sehr logisch. Okay. Egal. Zerbrechlich, Medizin und tiefgekühlt. Ja, das würde ich beim Spenderherz auch empfehlen. 5,57 Inland. Oralis. Oralis, Spast, 3, zerbrechlich, tiefgekühlt und gefährlich, gell? Nee. Was war's jetzt? Zerbrechlich, tiefgekühlt, Medizin. Oralis stimmt. 5,57. 3, Medizin 4, zerbrechlich 5,50. Und tiefgekühlt 7,50, stimmt. Heute Nacht habe ich die Musik. 8,7 Kilo. Was drin? Benzin. Mit Spritz. Okay. Wertvolles Gut ist drin. Hallo? Oralis, die Flak stinkt nicht, das habe ich eben schon gehabt. Oder war das das eine? Ich glaube nicht. Warte mal kurz. Dann können wir uns nämlich viel Arbeit ersparen. Oralis. Ja, die stinkt nicht. Und tschüss. Boah, geschafft. Junge, Junge, jetzt wird's anstrengend. Einen wunderschönen guten Abend, werte Zuhörer, hier bei Ihrem geliebten Staatsradio. Sie ist schon gehört. Nee. Unser Staat erlaubt uns wieder Bestellungen in Nachbarländern. Wozu man auch immer dieses Klumpert brauchen sollte, haben wir doch hier bei uns selbst die besten Produkte der Welt. Klumpert, Spenderherz. Lebensmittel werden nicht mehr eingeführt, um unsere hiesigen Landwirte zu stärken, die mit ihrer harten Arbeit einfach viel zu wenig gewürdigt werden. Außerdem ist das Zeug von außerhalb eh viel zu teuer. Eine tolle Idee unserer Führung, ihr Radio. Ja gut, die inländische Landwirte zu unterstützen ist bestimmt kein Fehler. Na, vermisst ihr den schon? Den Geschmack von Kaffee am Morgen. Boah, kein Kaffee? Du wärst tot. Ich glaube, du würdest mich nur begeben. Guten alten nee, Quatsch. Das nicht, aber ohne Kaffee. Ein, dass die Schlacht verloren ist. Der Staat versagt immer mehr. Wir dagegen haben die örtlichen Bars und Cafés wieder mit Grundstoffen versorgt. Denkt an uns, wenn ihr eure Kehlen befeuchtet und nutzt die Chance und schließt euch den Widerstand. Okay. Wir sind mehr als nur ein Radiosender. In Ordnung.
Dann würde ich sagen, was das? Mit Jahr 7? Ich denke, wir gehen in Jahr 8. Ich bin gespannt. Ich glaube, jetzt wird es richtig. Ich denke, dass es so 10 Jahre gibt, vermute ich. Ich hoffe, dass es keine 20 gibt. danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald.